Liebes Publikum der Deutschen Oper Berlin, wir vermissen Sie. Hoffentlich Sie uns auch. Leider können wir für Sie, für uns ja über Ostern nicht spielen. Deshalb wollen wir zumindest uns mal durch eine Videobotschaft bei Ihnen melden. Es ist ja ein sehr, sehr seltsames Gefühl, so auf diese Art vor Ihnen zu stehen, aber irgendwie nicht vor Ihnen zu stehen. Aber dank der Technik sind wir in der Lage, mit Ihnen auf diese Art direkt zu sprechen und Ihnen und Ihre Geliebten alle ein sehr, sehr frohes, schönes Ostern zu wünschen. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie den Moment ersehnen werden, wenn wir das erste Mal wieder in dem großen Haus große Oper machen werden, weil das ist das, wofür wir brennen und Sie zu uns kommen. Also es ist uns ein besonderes Bedürfnis, einen musikalischen Genuss für Sie vorzubereiten. Wir haben das einfach ausgesucht, weil wir wollen Sie ein bisschen vom Alltag ablenken und eher den Blick auf uns, auf die Deutsche Oper richten, wo wir wieder hoffentlich recht bald zusammenkommen können und dürfen. Das Stück, was wir uns ausgesucht haben, von Giuseppe Verdi, Falstaff. Tutto del mondo e burla, mit Donald Ranicles am Pult, Chor und Orchester der Deutschen Oper Berlin in der Inszenierung von Christoph Loy. Das ist das Finale übrigens da von Falstaff und das Stück ist so wie eine Hymne fürs Leben, trotz aller Traurigkeiten und was einfach im Leben einfach vorkommt. Es ist ein Gruß an Sie. Alles, alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie distanziert und schöne Ostern. Schöne Ostern. Alles Gute und wir vermissen Sie sehr.